Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Ganze 10 Screenshots habe ich gemacht von euren Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Jetzt gibt es ein kleines Q&A-Video. Kurze Fragen, kurze Antworten. Ich bin Benny. Ganz viel Spaß mit dem Video. So, ja, ihr habt mir Fragen auf Instagram gestellt. Ich werde die jetzt schnell beantworten. Was heißt schnell? Ja, es sind ziemlich viele Fragen. Deswegen gucke ich, dass ich jetzt nicht über jede Frage eine halbe Stunde rede. Sonst wird es den Rahmen sprengen und ihr seid übermorgen immer noch hier im Video. Also, ich fange einfach an und ratter das so ein bisschen runter, ne? Hast du nicht Schiss, dass du dich an irgendwas verletzt? Also an irgendwas verletzen, so. Es könnte auch beim Gemüseschnibbeln sein, dass ich mir den Finger schneide. Ich glaube, wenn man so denkt, dann würde man mit permanenter Angst durchs Leben laufen. Aber wenn du wahrscheinlich die Sprünge meinst, dass ich mich, ob ich mich bei Sprüngen mal, ob ich da Angst habe, mich zu verletzen, nicht wirklich eine Angst. So, ich weiß, bei vielen Sprüngen kann viel Scheiße passieren. Man kann sich auch mal den Fuß anschlagen, man kann umknicken beim Anlaufen nehmen, beim Landen. Sowas kann immer passieren, aber es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit Angst davor habe. Es ist eher so, dass mir bewusst ist, was passieren kann. Und dann habe ich einen gesunden Respekt vor den Sprüngen. Und gerade beim Parcours geht es ja immer darum, genau diese Angst zu überwinden. Warum hast du dich damals entschieden, bei Ashigaru aufzuhören? Das war mehr so eine Entscheidung, weil sich so ein bisschen die Wege getrennt haben. Persönlich, ich bin immer noch super mit allen befreundet, freue mich immer wieder bei denen mitzumachen, würde ich gerade sagen. Nee, mit denen zu trainieren, mich so privat mit denen zu treffen oder mal bei einem Event dabei zu sein. Das heißt, ja, es ging einfach ein bisschen in eine andere Richtung deswegen, aber ist alles cool. Bietet zu Training für Kinder an. Nee, ich biete nicht offiziell Training für Kinder an, weil die ganze Coaching-Geschichte, das habe ich eine Zeit lang jetzt nebenbei gemacht, aber mein Hauptfokus liegt darauf, dass ich Darsteller vor der Kamera bin, im Werbebereich, im TV-Bereich und für Filme und Serien. Habt ihr noch Kuchen? Streuselkuchen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wer es weiß, der weiß es. So, Lust auf einen Kaffee. Jetzt gerade habe ich tatsächlich Bock auf einen Kaffee. Aber ich mache jetzt erst dieses Video und dann trinke ich einen Kaffee. Achtest du explizit auf deine Ernährung? Hab durch dich die Motivation bekommen, mehr Sport zu machen. Erstmal freue ich mich, dass du mehr Sport machst, dass du dadurch die Motivation bekommen hast. Und ich achte nicht explizit auf meine Ernährung, tatsächlich nicht. Ich bin eher so, ich gucke natürlich, dass ich mich ausgewogen ernähre und wirklich viel und gute Energie in meinem Körper zuführe. Ich achte auch ganz stark auf meinen Körper, was verlangt jetzt der Körper. Aber nee, ich habe keine spezielle Ernährungsweise und wenn da ein Berg Schokolade liegt, der da liegt, dann esse ich den auch gerne mal. So ist es nicht. Oder hau mir irgendwas rein. Aber es ist halt alles so in Maßen, sage ich mal so. Genau, nächstes. Kann man auf dem Land Parcours machen? Ich würde sagen, ja. Man muss vielleicht ein bisschen kreativer sein, ein bisschen genauer gucken, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wir hatten mal mit Ashigarus mehrere Monate Shows, beziehungsweise es war zweimal für jeweils einen Monat. Einmal in Leogang und in Harzwinkel. Grüße gehen raus. Und da haben wir im Endeffekt die Dörfer außenrum unsicher gemacht und haben so viele Sachen zum Trainieren gefunden. Das war echt, echt cool. So, man muss teilweise ein bisschen kreativer sein und aus kleinen Sachen mehr machen, aber wenn man wirklich die Augen offen hat und ja, aus kleinen Mauern auch große Hindernisse macht, sage ich mal, da kann man auf jeden Fall einiges finden. Oder allein im Wald. Im Wald bieten sich auch, gibt es so viele Sachen irgendwie über Stock und Steine und Bäume und ja, da kann man einiges machen. Ist vielleicht nicht das gleiche wie jetzt in der Großstadt, aber man kann sein eigenes Spiel daraus machen. Das ist das Coole. Was hältst du von Parcours über 50? Auf jeden Fall, wenn du Bock drauf hast, gönn dir. Ist vielleicht nicht mehr, oder man muss vielleicht mehr auf seinen Körper achten und sollte vielleicht nicht das Level anstreben, was Anfang 20-Jährige haben. Aber man muss halt ein bisschen auf seinen Körper gucken, was für Voraussetzungen hast du, wo zwickt es vielleicht und da halt dann vorsichtig sich ranwagen. Aber prinzipiell, mein Parcours ist ja die natürliche Fortbewegung des Menschen in irgendeiner Weise. So, Kinder machen das ja schon natürlich einfach über Stock und Stein. Das heißt, go for it. Auf jeden Fall, ey. Hättest du Lust, ein paar Einblicke aus deinem Training im Gym zu zeigen? Da muss ich ehrlich sagen, das fällt mir extrem schwer, weil Gym-Training ist für mich so dieses. Das ist so ein bisschen so ein Escape Room aus dem Leben. Das ist einfach so, ich bin im Gym und dann bin ich im Gym. Und dann trainiere ich da und habe einfach Bock zu pumpen. So, da brauche ich nicht irgendwie groß quatschen, da brauche ich nicht irgendwie. Ich meine, es ist cool mit Kollegen irgendwie ins Gym zu gehen, dass man da zusammen pumpt. Aber es ist mehr so, das mache ich einfach für mich, weil ich Bock drauf habe. So, natürlich ergänzend zum Parkour-Training, dass der Körper einfach stark und stabil ist. Aber Pumpen ist für mich so, okay, tschüss Welt, ich bin Pumpen. Und deswegen habe ich da auch keine Lust, irgendwie groß zu filmen. Weil jetzt track ich das so ein bisschen, weil ich mir ein Trainingsprogramm gekauft habe. Ab und zu findet man was auf Instagram. Aber das war es dann eigentlich auch schon.
Ja. Was ist dein Hasshindernis bei Ninja Warrior? Mein Hasshindernis ist definitiv die Himmelsleiter. Himmelsleiter ist einfach so. Boah, nee. Himmelsleiter ist nervig. Da kann immer was passieren. Die krassesten Leute sind schon reingefallen. Das ist einfach so, bam, weg damit. Braucht kein Mensch. Kann ich bei dir einen Eierkuchen abholen? Nee, gerade nicht. Ich habe gerade keinen Eierkuchen. Tut mir leid. Machst du bei der normalen Ninja-Show wieder mit? Pff, also, ich überspringe die Frage einfach mal. wie groß bist du? Ich bin 1,71. 171 Zentimeter. Catch oder Ninja Warrior? Da muss ich sagen, bei Catch fühle ich mich ein bisschen mehr zu Hause durch das ganze Springen, durchs Hüpfen und alles. Das ist so ein bisschen vertrauter für mich und da fühle ich mich einfach wohler. Weil einfach Parcours, da komme ich her, das mache ich schon seit 20 Jahren. Stimmt gar nicht. Seit 16, 17? 17? 16. 2006 habe ich angefangen, kannst jetzt rechnen. Ich habe es schon wieder vergessen, ey. Ja, wie bist du so schnell geworden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an meinem inneren Antrieb, weil ich habe einfach schon immer Bock drauf, so dieses Ballern und übers Limit gehen und einfach volle Kanne. Und das hat, glaube ich, schon einfach als Kind gemacht irgendwie. Ich habe es gefeiert, einfach mit Inlinern, mit dem Fahrrad und Vollgas einfach und Sprinten und was weiß ich was. Ich habe da einfach so Bock drauf, ich weiß nicht. Boah. Macht mir Spaß. Beim Laufen gehen macht es mir auch mehr Spaß, wirklich Intervalle, Kurzzeit und Sprinten, als diese langen Runs irgendwie zu machen. Bis 8 Kilometer, 10 Kilometer gehe ich, wenn ich laufen gehe. Aber ich finde es dann fast schon cooler, Intervalltraining bis maximal 400 Meter und dann halt wirklich die immer richtig schnell zu machen. Das ist schon ganz cooler. Oder Sprints. Sprints sind auch nice. Hast du manchmal Angst vor Hindernissen? Jetzt in der Ninja-Show ist es nicht wirklich eine Angst, es ist mehr so ein. Manchmal muss man zweimal durch oder dreimal durchatmen, weil du ganz genau weißt, ey, jetzt darfst du dir keinen Fehltritt oder keinen Fehlgriff erlauben. Wie zum Beispiel auch bei der Himmelsleiter. Das ist so, du musst wirklich zack, rein, zack, hoch. Jeder Sprung muss sitzen. Und da, das ist nicht wirklich so eine Angst, aber das ist mehr auch wieder so ein Respekt, dass du ganz genau weißt, ey, jetzt könnte was schief gehen, deswegen voller Fokus. Boah, jetzt sag ich hier, warte mal ganz kurz. Okay. Ich muss die Kamera ab und zu mal kontrollieren, weil, ja, wenn die mal aufhört oder irgendwas, nicht ganz so cool. Wo bin ich jetzt gelandet? Hey, wie alt bist du? Das kam schon mal. Ich bin immer noch. Ah, nee, kam noch nicht. Kam die Größe. Ich bin jetzt 29 Jahre jung. 29 noch. Ist im nächsten Jahr wieder Catch? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Wann habe ich mit dem Ninja-Sport angefangen? Das war 2016. Ja, bei der ersten Staffel Ninja Warrior würde ich sagen. Aber wobei ich würde gar nicht sagen, dass ich Ninja-Sport mache. Ich mache Parkour, Bouldern und gehe ins Fitnesstraining. Das ist mein Sport. Ninja ist optional, einfach so Friede, Freude, Eierkuchen, mich austoben. Aber es ist nicht so, dass ich explizit Ninja trainiere. Wie lange dauern die Dreharbeiten für Catch? Die Dreharbeiten, das, was du dann im Fernsehen siehst, das sind ungefähr so 5 bis 6 Stunden, kann man sagen. Glaube ich, plus, minus. Aber im Endeffekt ist man den ganzen Tag da, weil es gibt da noch Vorbereitungen, Maske, Greenbox, diese Einspieler, wo man sich immer so eindreht, plus eine Einweisung in alle Spiele, dass man auch weiß, wie die funktionieren. Ja, da ist man schon den ganzen Tag so beschäftigt, bis in die späten Abendstunden, sage ich mal. wer macht die besten Eierkuchen? Hier sind wir schon wieder bei den Eierkuchen. Ich glaube, das macht der, ja, bestimmt Oma. Immer. Irgendwas mit Kuchen, das sagt immer die Oma, oder nicht? Was ist meine größte Motivation fürs Training? Das ist eine gute Frage. Also, ich denke mal, ich kann mir ein Leben ohne Training nicht vorstellen. Also, ein generelles Leben ohne Sport. Und Training, ja, was ist meine Motivation fürs Training? Das ist der Spaß an der Sache. Also der Spaß und der Wille zu wachsen. Der Wille, einfach mich selbst zu challengen und immer weiterzugehen. So. Aber primär einfach der Spaß an der Sache selbst. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein Workout mache. Auch wenn es jetzt gerade, sage ich mal, dynamische Kraftworkouts sind und du kotzt einfach währenddessen und denkst so, scheiße, ich habe keinen Bock mehr, aber dann hörst du auf deinen Körper und du merkst, wie die Muskeln brennen und wie sich der ganze Körper, der Apparat bewegt und das ist einfach geil. Oder wenn du merkst, einfach wenn du Gewichte stemmst zum Beispiel und du merkst, du hebst da einfach, keine Ahnung, wie viel Gewicht gerade hoch und wieder runter und dieses Gefühl einfach in den Muskeln, allein das ist schon cool. Oder halt im Parcours, wenn du Sprünge machst und dann einfach dieses Gefühl, wie sich's anfühlt, einen Sprung sauber zu landen oder in der Luft zu fliegen oder halt voll zu ziehen, rüberspringen, fliegen, landen. Einfach, ja doch, wie sich's anfühlt, wie sich der Sport aktiv anfühlt, das ist eine Riesenmotivation für mich. Und das, ja, das wiederum macht ja Spaß. Und deswegen ist ja auch so Spaß, der Wille zu wachsen und die Gefühle, die dabei entstehen.
So. Was war dein erster Gedanke, als Vincent Weiss sich bei Catch verletzt hat? Und gleiche Frage vom selben. Wie war Vincent als Team-Captain? Erstmal, ich habe bei Catcher mitgemacht im Team Deutschland, da war Vincent Weiss der Team-Captain. Alles ein Team? Doch, ja, war Team Deutschland. Erstmal, ja, Vincent war cool, coole Socke und sehr, sehr fit, also extrem fit, der ist richtig gut drauf und ja, war eine geile Stimmung im Team, hat echt Bock gemacht, muss ich sagen. Und wenn sich, weil er sich verletzt hat, wo er umgeknickt ist, es ist nie ein schönes Gefühl, wenn du irgendwo dabei bist, wenn sich jemand verletzt und du selber am Trainieren bist oder weißt, du musst danach noch in den Ring, also in den Ring in Anführungszeichen, ins Game reingehen. Es ist einfach, es ist nie ein gutes Gefühl. Das Jahr davor war es ja auch so, dass Fabi Hambüchen sich das Knie kaputt gemacht hat und das war einfach, es ist nicht geil sowas. Es ist so, man fühlt als Sportler, als Athlet, fühlt man einfach auch mit, weil in irgendeiner Weise kennt man es, wenn man sich verletzt. Es ist einfach, ja, nie cool. So, man fühlt mit und muss sich raffen, dass man nicht selber irgendwie in so einen komischen Modus geht, sondern sagt, okay, durchatmen, Konzentration und Vollgas, gib ihm. So, nächstes Bildchen. Oh, Moment, habe ich was vergessen? Hier unten? Nee. Doch, nein. Doch. Wie lange habe ich für einen Backflip aus dem Stand gebraucht? ungefähr 2 Minuten. Ich habe von einem guten Freund damals einen Crashkurs bekommen, weil ich konnte den Backflip immer nur von irgendwas runter machen. Ich konnte ihn nicht auf den Boden. Und dann hat er gesagt so, ey, bist du dumm? Du kannst doch hochspringen, du kannst einen Backflip von was runter. Das heißt, du kannst schon mal die zwei Komponenten. Jetzt mach mal das, Arme hochreißen, gerade gucken, zack, ziehen. Und dann hat er mir ein, zwei Mal Hilfestellung über den Rücken gegeben und dann konnte ich einen Backflip auf den Stand. So, aber ich habe ihn erst von was runter gelernt. So, das war das Anfang. Battle gegen einen Kraftsportler. Ich gegen dich, Parkour. Also ich gegen dich im Parkour und du gegen mich im Gym. Ich finde so Battles gar nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eher so der Typ oder der Freund von miteinander trainieren und weil was will man sich da battlen so? Wenn du regelmäßig im Gym trainierst, machst du mich natürlich fertig. Genauso wie ich dich natürlich im Parkour fertig mache, wenn du keinen Parkour trainierst seit 15 Jahren. Weißt du, ich meine? Ich finde das dann eher so ein cooles, also dass man sich da miteinander trainiert und sich austauscht, einfach guckt, so was kann man voneinander lernen. Das finde ich viel cooler, als sich zu battlen. Immer dieses Battlen, na, bin ich nicht so ein Freund von. Habe ich schon mal Bouldern ausprobiert? Nee, noch nie. Ich war noch nie in der Boulderhalle, habe ich noch nie angefasst. Ich weiß nicht. Also, boah, wo bin ich jetzt hier? Wie ist meine Anfangszeit mit Parkour gewesen? Die war sehr, sehr spannend. Es war Trial and Error. Ich sag's dir. Es war versuchen, versuchen, auf die Schnauze fallen, auf die Schnauze fallen, die ganze Zeit. Weil ich hatte ungefähr 5 Videoclips, die wirklich 10 Sekunden maximal gingen, wo die Bewegung einmal vorgemacht wurde. Plus die Videos von den Franzosen und das war alles. So mit der Zeit habe ich dann noch Leute kennengelernt, die es schon ein bisschen länger machen. Die haben mir dann Tipps gegeben, aber es war wirklich ausprobieren, ausprobieren, bis zum geht nicht mehr. Und bis ich für mich die beste Technik rausfinde. So. Das war so die Anfangszeit für Parkour, so die ersten Jahre. Jahre, sag ich mal. Hast du schon mal die Jungs von Storrow getroffen? Ja, habe ich getroffen, gerade vor vielen, vielen Jahren. Auch in den Anfangszeiten, wo sie ihr Team frisch gegründet haben, hat man sich regelmäßig mal auf einer Jam getroffen, hat dann da zusammen trainiert. Ist schon alles sehr, sehr lange her. In England auch ein paar Mal getroffen beim Training. Favorite Trainingsbuddy. Ich glaube, Andy Wöhle und Norman Lichtenberg. So, Grüße gehen raus. Und im Bouldern gibt es natürlich noch ein paar andere Spezialisten, im Parkour, im Ninja. Da könnte ich jetzt eine ewig lange Liste aufzählen. Grüße gehen raus auf jeden Fall an alle. Alle. Einfach an alle. Würdest du sagen, ich könnte mich ruhig 2023 bei Ninja Warrior Germany bewerben? Ich meine, natürlich. Mach's einfach. Ich meine, mehr als eine Absage kannst du nicht bekommen. Deswegen gönn dir. Wann kommt die nächste Podcast-Folge? Jetzt. Also, du hörst sie ja gerade an. Das ist ja die neueste. Aber ob ich jetzt so. Okay, das ist ja mehr ein Q&A. Gute Frage. Ich bin gerade ein bisschen, mein Fokus ist gerade wieder ein bisschen woanders auf, weil ich selber gerade sehr, sehr viel lerne, sehr viel ausprobiere. Ich könnte mal ein Erfahrungsvideo darüber machen, schreib es mal drunter. Zum Beispiel ist gerade, ich habe die Wim Hof Atemmethode und kalt duschen, Kälte rumexperimentiert die letzten Wochen. Das heißt, wenn du mal Bock auf ein Erfahrungsvideo darüber hast, schreib es mal in die Kommentare, dann kann ich mir das überlegen. Aber wie gesagt, ich lerne gerade sehr, sehr viel selber für mich, bilde mich auch gerade weiter Richtung Schauspiel. Das heißt, da nimmt es den Hauptfokus ein. Da habe ich nicht immer die Kapazitäten, den Kopf jetzt noch eine Podcast-Folge zu machen. Das ist für mich eher so ein Hobby nebenbei. So. hab keine Frage, ich finde dich einfach nur super sympathisch und sexy. Dankeschön. Was ist dein Lieblingstrick auf dem Boden? Ich würde mal sagen, Radwende zu Sideflip. Das ist so der Move, der immer geht irgendwie. Doch, der macht Spaß. So, das würde ich sagen, auf dem Boden. Wie kamst du zum Parkour?
Habe ich in anderen Videos auch schon öfters mal erklärt. Ein Kumpel hat mir Videos gezeigt, wir fanden es so geil, sind raus und haben es ausprobiert. So kamen wir zum Parcours. Einfach machen. In welchem Land möchtest du mal unbedingt Sport machen? Ninja-Halle, Parcours-Parks und so weiter. Alle. Alle Länder. Nee, also was bei mir noch auf der Liste steht, ist kein Land, doch ist ein Land, aber es ist eine Stadt, Lissabon. Lissabon steht noch ganz weit oben auf der Liste, weil die haben einfach unendlich krasse Parcours-Spots. Keine Parks, Parcours-Spots. So der reale Shit auf der Straße. Das ist richtiges Parcours. Was für einen Schulabschluss habe ich? Ich habe das Abi auf dem Abendgymnasium gemacht. Wann hast du mit Parcours angefangen und wie alt? Nee, wie bist du darauf gestoßen? Wie ich darauf gestoßen bin, habe ich ja gerade schon erwähnt. Ein Kumpel hat mir Videos gezeigt und ich war damals 13 Jahre alt. Wie kommst du zu Parcours? Hatte ich gerade. Wie schaffst du es immer so motiviert zu sein? Du steckst mich mega mit deiner guten Laune an. Freut mich erstmal. Und das hatte ich ja eben schon gemeint. Ja, nee, das war mehr aufs Training bezogen. Aber wie ich immer so motiviert bin, dazu muss ich erstmal sagen, ich bin nicht immer motiviert. Also es gibt natürlich durchaus Tage, wo ich einfach gar keinen Bock habe und dann gönne ich mir auch die Pause und mache einfach gar nichts so. Das kommt auch vor und ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich diese Pause nimmt. Weil wenn du diese Pause nicht nimmst, dann kommst du irgendwann in so einen Dauerstress rein, in so einen Dauer Machmodus. Und wenn du dir keine Pause gönnst, dann kommst du, ja, brennst aus irgendwann. So, du bist einfach dann, weiß ich nicht, dann leidet das ist wie beim Sport ja auch, du brauchst Pausen, weil sonst hast du nicht mehr die Leistung, deine Leistungskurve sinkt nach unten. Das heißt, ja, du brauchst Pausen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Part davon, immer motiviert zu bleiben. Und was auch noch ganz wichtig ist, um langfristig motiviert zu bleiben, ist, such dir die richtigen Gründe. So, auf was für Grundlagen, was für Werte, was für Dinge sind deine Gründe, warum du Dinge tust, gestützt. Und wenn die halt nicht passen oder wenn die von jemand ganz anders kommen, du eigentlich gar nicht von dir selber aus, dann kann es schnell mal demotivierend sein. So, genau. Aber wie gesagt, das ist für mich auch immer ein Weg, ein Prozess, ein Finden, wie ich motiviert bleibe. Es gibt, wie gesagt, wenn ich merke bei einer Sache langfristig, hey, ich mache das jetzt immer wieder und es motiviert mich, ich muss mich jedes Mal so zwingen, dann gucke ich mir das eine Weile an und dann überlege ich mir, hey, mache ich das weiter oder mache ich das nicht weiter? Wenn ich dann merke, das fuckt mich aber nur noch ab, dann ciao, weg damit. Dann war es ein schönes Experiment. So. Ja, das hatten wir gerade. Hast du manchmal Angst, Sprünge? Hast du manchmal Angst vor Sprüngen oder YOLO? ich sag mal, hatte ich das eben schon? Ich weiß gar nicht. Das ist ein gesunder Respekt vor Sprüngen. Es ist nie so dieses Scheiß drauf, gib ihm irgendwie, weil da verletzt man sich schnell. Sondern es ist mehr so mir ist bewusst, was passieren kann. Ich weiß, die Gefahren, die entstehen können, sind mir sehr, sehr bewusst. Und da hat man Respekt vor. Und wenn man keinen Respekt vor hat, dann fliegt man richtig schnell auf die Schnauze. Und also es ist weniger so dieses Angst, YOLO irgendwie machen, sondern es ist schon sehr bewusst. Ich weiß, was passieren kann und ich weiß aber auch, was ich kann. Und ich weiß ganz genau, wenn ich einen Sprung sehe, kann ich den Sprung oder kann ich ihn nicht im Parcours jetzt. Genau, und klar, ein bisschen Schiss ist manchmal dabei, aber die gilt es zu überwinden. was sind deine Top 3 Lieblingsfilme? Herr der Ringe 1, Herr der Ringe 2, Herr der Ringe 3. Das war leicht. bist du aufgeregt vor der Show? Vor Ninja Warrior? Ja, auf jeden Fall. So. Das gehört, glaube ich, auch dazu. Das ist so ein Teil des Ganzen einfach. So diese Nervosität, aber wie gesagt, jeder ist nervös. Da muss man einfach lernen, mit umzugehen. Wärmst du vor dem Parcours deine Gelenke auf? Wenn ja, wie? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Gelenke in die Bewegungsrichtungen, für die sie gedacht sind, einfach bewegen, ganz leichte Belastungen draufbringen, dynamisch einfach in alle Richtungen einfach mal Arme kreisen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, Gelenke wärmt man auf, indem man sie bewegt. So, das heißt, wenn ich jetzt hier mein Ellenbogen, ein Klappgelenk, kann ich es aufwärmen, indem ich es einfach ein bisschen bewege oder ein bisschen Belastung drauf gehe, indem ich in die Liegestützposition so ein bisschen gehe, so ein bisschen wippe. So wärme ich dann meinen ganzen Körper im Endeffekt auf, einmal von Kopf bis Fuß. Machst du mal am Sideflip-Tutorial? Aktuell nicht geplant. Mit Flip-Tutorials tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil ich ehrlich gesagt selber keine Ahnung habe, wie man die am besten lernt. Aber zum Thema Sideflip ganz kurz, was du machen kannst, ist, wenn du am Anfang über irgendwas drüber gehst, eine Matte querstellen nach oben oder halt ein Seil spannen, wo du dann dich quasi mit dem Rücken drüber rollst. Das für einen Sideflip ganz gut. Und das Internet ist voll von Flip-Tutorials, ich verstehe es nicht. Wenn man da eingibt, Sideflip-Tutorial bei YouTube, da kommen 20.000 Sachen, dann denke ich mir, warum soll ich denn noch eins machen, dass es 20.001 sind oder wie? Was ist dein bester Tipp, um Flips ohne Hilfsmittel zu lernen? Da sind wir wieder ein bisschen bei diesem einfach machen. Sandkasten, Matte und einfach ausprobieren. So, kann eigentlich nichts passieren, du fliegst zur Not irgendwie auf die Schnauze, aber wenn du gerade auf den Matten bist oder so, wo es noch weich ist, dann geht es. Beim Backflip muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf den Genick landet,
Aber zur Not einfach so ein bisschen seitlich und dann einfach irgendwie ausprobieren. Habe ich einen Ernährungsplan? Nein, habe ich nicht. Was ist dein Lieblingsparcours bei Catch? Catch auf jeden Fall der Obstacle Race, das Ding vor dem Circle. Ja, das macht am meisten Spaß. Hast du studiert? Nö, ich habe nicht studiert. Was ist mein Beruf? Ich bin freiberuflich, also beziehungsweise selbstständig, freiberuflich, arbeite als Darsteller im Werbebereich und mache gerade eine Weiterbildung zum Schauspieler. Genau, ja, das ist mein Beruf. Professioneller Parkourathlet. Da kann man auch noch dazu stehen. Vorher professioneller Parkourathlet und Darsteller. So Werbung, Stunts und TV, kann man so sagen. Wie bist du immer motiviert? Hatten wir schon. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Dankeschön. Wie geht's dir denn? Irgendein Ritual vor Wettkämpfen? Ja, auf jeden Fall. Ich mache immer einen Webster und einen Backflip, um zu gucken, wie viel Power meine Beine haben. Und zu gucken, wie fokussiert ich gerade bin. So, wie ist die Kraft gerade so? Weil wenn der Backflip hoch ist oder der Webster, dann weiß ich, okay, Power ist da. Wenn nicht, dann merke ich, oh, ich bin noch ein bisschen müde. Bester Jump. Stick und Flip, verstehe ich jetzt nicht, was du genau damit meinst. Wenn du meinst, bester Jump, wenn du meinst, also, boah, ich verstehe die Frage nicht. wer ist dein Vorbild, was Ninja Warrior angeht? Wenn du einen Namen sagen müsstest. boah, bin ich auch überfragt. Ich habe keine Ahnung. Max Sprenger, sage ich einfach. Max Sprenger! Ja. Digitales Autogramm. Ja. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Kannst du einen Backflip? Ja. Was macht dir am meisten Freude bei Catch? Obstacle Race, immer noch. Wie kann ich mich am besten an das Outdoor-Training herantasten? Mein Kopf steht da im Weg. Indem du Outdoor-Training machst. Geh einfach raus, probier es aus mit winzigen Sprüngen, wirklich. Und dann taste dich so ran. Kleine Minisprünge machen. Catch oder Ninja Warrior? Hatte ich schon die Frage eben. Auf jeden Fall Catch, da fühle ich mich ein bisschen mehr zu Hause, weil ich besser springen kann als hängen. So, was übt man? Oh, Alter, wie viel haben wir noch? Eins, zwei, okay, das haben wir. Gleich haben wir es geschafft. Wie übt man das so gut ist? Wie übt man, dass man so gut ist in Parkour? Ja, üben. Sprünge machen, kleine Sprünge machen und sich langsam steigern. Regelmäßig die Komfortzone verlassen und auch mal eklige Sprünge machen. Ja, machen. Parcours machen einfach nur. Was habe ich für Parcours gemacht? Also ich habe mit 13, wie gesagt, Parcours angefangen. Was ich davor gemacht habe, ist die Frage. Davor habe ich Kinderturnen gemacht, Leichtathletik, Mutter-Kind-Turnen, durch die Bank einfach mal alles ausprobiert, so ein bisschen, was es so gibt. Aber wie gesagt, mit 13 ziemlich schnell zum Parcours gekommen dann. Gibt es etwas, was du so gar nicht magst, wenn du trainierst oder so? Ja, und zwar, wenn man beim Training zu viel quatscht. Ich meine, es ist cool, sich beim Training zu unterhalten oder sich auszutauschen oder so, aber es ist bis zu einem gewissen Punkt, weil es gibt auch so Spezialisten, die quatschen ohne Ende, bis du kalt bist. Und das ist halt auch nicht der Sinn der Sache. Deswegen weniger quatschen, mehr trainieren. Dann wird das auch was, ne? Bester Ninja-Freund. Max Sprenger, würde ich mal einfach mal sagen. Ich meine, Andy Wöhle theoretisch auch, aber der ist ja nicht wirklich mehr im Ninja. Der war nicht, ein paar Mal jetzt nicht dabei. Deswegen haue ich den mal nicht in Kategorie Ninja rein. Hast du einen Lieblingsteil beim Ninja-Parcours? Ja, den Kamin. Da wieder das Thema, weil die Beine einfach cool sind. Wie oft trainierst du in der Woche? Aktuell 6 bis 7 Mal, wenn manchmal sogar 2 Mal am Tag. Nächstes. Oh, da war noch was, warte. Wie schaffe ich die Sprünge so aussehen? Ja, Leute, Fakt ist abgeschnitten. Sorry, ich habe Screenshots gemacht, weil ich das Ding ja eben wieder rausnehmen musste, sonst wäre das übergelaufen. Hast du eine Autogrammadresse? Ja, findest du auf meiner Homepage ganz unten www.bennygrams.de. Bester Parkourer der Welt. Deiner Meinung nach. Erstmal, Parkourer ist so ein komischer Begriff, den gibt es eigentlich gar nicht. Parkour-Athlet oder Trasseur, ja, das ist wieder aber auch egal. Okay, ich weiß, was du meinst. Boah, es gibt verschiedene, je nachdem, nach was uns bewertet. So, die haben wir so ein Parkour so geil, es gibt ja nicht einen Style.
Sondern es gibt so ganz viele, aber für mich auf jeden Fall Daniel Illa Baca gehört dazu, Petro Salgado, was Parkour angeht. Die zwei stehen ganz weit oben auf der Liste. Wie bin ich auf Parkour gekommen? Hatten wir schon. Welches Spiel bei Catch für dich das Aufregendste? Immer noch Obstacle Race. Wie bist du zu dem Sport gekommen? Zu Parkour habe ich eben schon erklärt und allgemein Sport mache ich schon immer. Seit ich wirklich, okay, in frühester Kindheit hat es angefangen. Ich glaube, im Laufen gehen hat es angefangen. Dann war die Welt ein Spielplatz. Was sind deine Ziele bei Allstars? Auf jeden Fall trocken bleiben und jeden Run so schnell wie möglich zu machen. Und im besten Fall dann schneller als mein Gegner zu sein. Woran scheitert es immer, dass so knapp bei Ninja Warrior? Woran scheitert es immer so knapp bei Ninja Warrior? Du bist einfach Roadrunner mit Vollspeed Bester. Dankeschön erstmal. Ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass ich einfach. Mein Ziel ist nicht dazu gewinnen, mein Ziel ist einfach Spaß zu haben. Und wie gesagt, ich habe es eben schon erwähnt, ich trainiere nicht wirklich Ninja-Sport, sondern ich mache es einfach so spaßeshalber nebenbei. Aber inzwischen ist das Level halt in der Show so hoch, dass um gewinnen zu müssen, wollen quasi, um wirklich den Mount auch hochzukommen, muss man schon, sage ich mal, dafür trainieren ein bisschen, was ich nicht tue. Und demnach, ja, passieren halt immer so dumme Leichtsinnssachen irgendwie oder einfach nur so. Mein letztes Jahr war auch so rausgefallen, weil dumm. aber ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen, weil man gesagt, mein Ziel und dadurch der Wille und das Commitment fehlt vielleicht ein bisschen an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall sehr stark. Dankeschön. Hast du Tipps, um selbstbewusster zu werden, wenn man gemobbt wird? Ich verzweifle mittlerweile. Oh, shit. Boah, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal ganz, ganz viel Kraft und Stärke, die ich dir wünschen kann. Ich sende ganz gute Vibes raus. Thema Mobbing finde ich sehr, sehr schwer anzusprechen. Ich traue mich fast gar nicht dazu, was zu sagen, weil, wie gesagt, ich habe die Erfahrung selber nie gemacht. Ich wurde nie gemobbt. Es gab einmal eine Situation in der Schule, da haben sie es kurz versucht. Da habe ich aber mich, sage ich mal, dementsprechend gewehrt, dass auf einmal niemand mehr was gemacht hat. Boah, schwer zu sagen. Wie gesagt, ich traue es mich fast gar nicht, weil ich einfach zu wenig Know-how habe, zu wenig Wissen, was es damit wirklich auf sich hat. Ich glaube, Kommunikation ist ganz wichtig, dass du das kommunizierst mit Lehrern, mit Vertrauenspersonen, mit allen möglichen Leuten und das wirklich ansprichst. Also was ich oft gehört habe, dass Leute sich nicht trauen zu sagen, zu kommunizieren, dass man gemobbt wird. Und ich glaube, dass die Kommunikation ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Das nicht einfach nur in sich reinfressen, sondern wirklich mit Eltern, Lehrern, Freunden, Vertrauenspersonen, wie gesagt, kommunizieren, wenn es jetzt zum Beispiel im Schulumfeld ist. Genau, und allgemein zum Thema selbstbewusster werden, was mir ganz, ganz arg geholfen hat, ist das Thema Erfolgstagebuch führen. Und zwar, dass ich regelmäßig jeden Tag über mehrere Wochen, Monate hinweg habe ich das gemacht. Ich habe es jetzt gerade erst wieder angefangen, weil ich es ein paar Monate schleifen lassen habe. Jeden Morgen mindestens 5 Erfolge vom Vortag aufschreiben, auch wenn sie noch so banal und noch so nichts aussagend sind, sage ich mal. Es kann sein, dass ich aufstehe und mich freue, hey, cool, heute scheint die Sonne. Zack. Wenn ich nichts anderes finde, ist das ein Erfolg für mich. Ich habe mich gefreut, dass die Sonne scheint. So, das ist ein cooler Erfolg. Was auch immer das sein kann. Es können wirklich innerliche Erfolge sein. Es muss kein anderer für keinen anderen Erfolg sein, sondern was für dich persönlich ein Erfolg ist. Das aufschreiben jeden Tag. Dann programmierst du deinen Kopf auch darauf und du guckst täglich auch mehr darauf, hey, cool, wo könnte ich wieder Erfolge sammeln? Das ist eine ganz coole Sache auf jeden Fall. Wie lange mache ich schon Parkour? Habe ich schon gehabt. Ich habe mit 13 angefangen, also jetzt sind so 16, 17 Jahre. Andere Sportarten habe ich eben auch schon da gesagt. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Es war letzte Woche eine sehr starke Leistung. Dankeschön. Wie ich mit Parkour angefangen habe? Online, privat oder im Freien? Witzig. Also damals, wo ich Parkour angefangen habe, online gab es noch nichts. Wie gesagt, ich hatte 5 Videoclips, die im Parkour-Forum drin waren. Und wie gesagt, YouTube kam da gerade hoch und dann gab es ein paar Videos von den Franzosen und das war im Prinzip alles. Ja, einfach rausgegangen, ausprobieren. Im Freien. Hallen und Parks, daran war eh noch nicht zu denken, sowas gab es nicht. Es existierte einfach nicht. Du bist ein cooler Mensch. Oh, Dankeschön. So, ich bin, glaube ich, durch. Ach, hier kam noch was. Was ist dein Lieblingsspot in Bern? In der Aare drin sein. Dieser Fluss, er hat mich echt angetan, ist einfach so geil, da drin mitzuschwimmen. Richtig gut. Welche Uhr trage ich? Ich habe die Garmin Fenix 5. So, jetzt bin ich auch erstmal durch hier mit den ganzen Fragen. Ja, das war mal wieder ein kleines Q&A-Video. Ich habe jetzt auch schon lang genug gequatscht. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Ich hoffe, deine Frage war mit dabei und ich habe nichts vergessen. Ja, was so mir am prägnantesten hängen geblieben ist,
Weniger quatschen, mehr machen. Das heißt, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei allem, was du tust, bei deinem Weg, bei deinen sportlichen Erfolgen, bei deinen privaten Erfolgen, in deiner Beziehung, in deinen Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen mit anderen Menschen, was auch immer du tust. Ganz viel Spaß und Erfolg und mach einfach. Gönn dir. Ja, gönn dir. In diesem Sinne, bis bald. Tschüssi.